Autos fahren, seit ich klein bin, meine große Leidenschaft. Und ich bin auch sehr extrovertiert und mir taugt es, mit Leuten zu arbeiten und viel zu quatschen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich der beste Weg, einfach meine Begeisterung für Autos weiterzugeben und mit meiner Leidenschaft arbeiten zu können. Automobil ist für mich eigentlich heilig. Ich bin schon von klein auf eigentlich nur Autos, Autos, Autos. Wenn ich da durch den Showroom gehe, dann ist das für mich einfach faszinierend, weil du einfach von Oldtimer bis zu den neuen Autos einfach alles durchsiehst und das fühlt sich einfach wie eine Zeitreise. Ich habe mich für den Beruf Lackierer entschieden, egal ob Auto Verbrennungsmotor oder Elektromotor hat. Der Lack bleibt das gleiche und die Leute wollen, dass die Sachen gut ausschauen und somit taugt mir Lackierer eigentlich recht gut. Man muss viel aufpassen, es gehört extrem viel Sauberkeit dazu und Behutsamkeit. Aber dafür, wenn du fertig bist mit der Arbeit und der Lack wieder alles schön ist und alles wieder glänzt, dann ist es natürlich ein super Gefühl und das macht mir viel Spaß. In meinem Beruf ist wichtig, dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet, weil es ist oft so, dass man um Hilfe fragen muss. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist das, dass man keine Angst davor hat, dass man sich einmal tentrickig macht. Aber das ist alles halb so wild. An meinem Beruf reizt mich besonders, dass ich genau präzise und sauber arbeiten kann. Man braucht schon gewisse Fähigkeiten auch, also zum Beispiel ein Feingefühl. Es ist anstrengend auch, aber mich freut das Flexen und Schwarzen, das mag ich einfach. Und was ich auch voll super finde, ist halt, dass wir jetzt aus einer der ersten Betriebe halt Elektroautos auch machen. Und du kannst halt dann auch dazu sagen, dass du einer von den ersten warst, der halt auch wirklich gelernt hat. Mega an der Firma ist, dass man sehr viele verschiedene Bereiche kennenlernt und auch die Möglichkeit besteht, zu wechseln. Zum Beispiel für mich war es möglich, meinen Standort zu wechseln und hier die Lehre dann fortzusetzen. Für den Beruf habe ich mich entschieden, weil man in kürzester Zeit zwei Berufe erlernt. Das sind zum Teil organisatorische sowie technische Aufgaben zu meistern. Bei dem Beruf ist sehr wichtig, dass man den Überblick nicht verliert. Unser Lager ist ja doch ziemlich groß und wenn man eine Ordnung hat, dann spart man sich einige Wege. Ich habe das Glück, ich mag Autos, habe eine Affinität für die Autos, aber auch für die IT. Und dass ich in einer Firma arbeiten kann, wo beides gegeben ist, das spielt mir in die Karten. Viele glauben ja, dass Informatik nur am Arbeitsplatz gebunden ist, aber das ist nicht der Fall. Manchmal ist auch ein Kabel zu verlegen oder ein PC bei einem Arbeitskollegen zu tauschen und da braucht man schon ein handwerkliches Geschick. Das Betriebsklima, muss ich sagen, ist wirklich ausgezeichnet, weil jeder einfach zusammenhilft und es ist jeder für jeden da. Es gibt ja Sprichworte, Lehrjahre sind keine Hirnjahre und das trifft in dem Betrieb einfach nicht zu, weil sowohl die Kollegen als auch die Führungskräfte haben immer ein offenes Ohr und das unterscheidet, finde ich, die Firma einfach von anderen.